So, meine lieben Damen und Herren, wir haben jetzt 20.30 Uhr. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Jasmin El-Assal-Zimmermann aus dem schönen Westerwald, für die, die mich noch nicht kennen. Es freut mich, dass ihr heute Abend wieder alle dabei seid und es sind heute sogar schon besonders viele. Das freut mich wirklich sehr. Weil dieser Zoom-Call aufgezeichnet wird, möchte ich euch gemäß unserem Heilmittelwerbegesetz darauf hinweisen, keine Fragen in Bezug auf Dosierungsanweisungen zu stellen oder auf diverse Diagnosen, denn da, so dürfen wir ja nicht arbeiten, da es sich bei unseren Produkten eben nicht um medizinische, sondern um organische Produkte handelt. Bitte formuliert keine Heilaussagen und nennt statt Diagnosen nur Symptome. Ja, so was machen diese Baustellen mit euch? Ich begrüße nun unsere liebe Gerti Weiß, die Apothekerin aus Frankfurt, die uns heute Abend durch den Erfahrungsaustausch moderieren wird. Herzlich willkommen, liebe Gerti. Ja, ein schönes Hallo in die ganze Runde. Hallo, liebe Jasmin. Und hallo, liebe Michael, hallo an alle, die dabei sind. Ja, schön, dass wir wieder alle zusammen sind. Wir haben ja wieder ein spannendes Thema, wie jeden Mittwoch. Und ich hoffe, dass unser Produkt auch viele neue Erfahrungen mit sich gebracht hat, die uns jetzt weiter erzählt werden. Ich darf ganz kurz etwas aus meinem Urlaub, wo ich jetzt beinahe zwei Wochen weg war, berichten. Ich war in der Wärme, wo es 31 Grad waren, wo viel Klimaanlage verwendet wird. Und ich wäre todkrank zurückgekommen, wenn ich das Immune nicht gehabt hätte. Gott sei Dank gibt es neben Laminein auch Immune. Und damit bin ich auch wieder gesund zurückgekommen. Ich vertrage keine Klimaanlagen. Und überall wird von 31 Grad dann vielleicht auf 15 Grad heruntergekühlt. Und wir sind 48 Stunden ohne Schlaf ausgekommen. Obwohl wir ja in einem zarten Alter von 72 sind. Also dank Laminein und Co. glaube ich, haben wir einen ganz guten Spurt hingelegt. Ja, das nur so kurz von meiner Seite. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Ich bin froh, auch die Runde wieder zu hören. Ich konnte 2 Wochen lang nicht dabei sein. Ich hoffe, dass heute alles wieder sehr spannend wird und dass alles schön weitergeht. Ja, wer ist der Erste, der dieses Eis brechen möchte? Wir sind ja eine ganz schöne Runde, schon 33 Leute. Toll. Ja, gibt es jemanden, der so ganz, ganz tolle Erfahrungen gesammelt hat? Ich weiß, es gibt viele tolle Erfahrungen, aber ein wenig getrauen müssen sich die Leute. Denn wir brauchen es ja. Wir arbeiten ja alle damit. Das ist so wichtig. Ja, okay. Ich kann noch etwas dazu beitragen. Michael, ich habe mich vorher gefragt, ob er seine Frisur geändert hat. Nein, ist alles nur zu kurz geraten. Das ist ja immer noch besser, als wenn man einem beim Friseur das Ohrbein abschneidet. Tja, und das ist meinem Mann vor 5 oder 6 Jahren passiert. Da hat man ihm an dem Ohr zu außen ganz schön was abgeschnitten. Und das wollte nie mehr richtig heilen. Wir haben auch beide als Apotheke alles versucht, was es nur gab. Es ist nicht geheilt. Und jetzt, dank Lamiderm, haben wir es hingekriegt. Also ein absolutes Ass, unser Lamiderm. Das, was alle Salben aus der Apotheke und allerhand Sachen überhaupt nicht hingekriegt haben. Das Ohr ist wieder dran. Okay. Super, das finde ich ganz, ganz toll, liebe Gerti, ganz toll. Also ich möchte mal eine kleine Anmerkung hier in diese Runde geben. Wir sind ja jetzt 35 Leute hier.
Und ich bin ziemlich sicher, dass mindestens 33 von diesen 35 mit der Anwendung von Lemminein auch oder Lemminein und Co. auch etwas erlebt haben. Es sei denn, es sind natürlich neue und für die Neuen erzählen wir das. Wenn jetzt jeder von euch stillschweigend auf seinem Stühlchen sitzt und wartet, bis der andere etwas tut, dann kommen wir natürlich nicht weiter. Und ich kenne ganz viele, wenn ich so hier in die Runde gucke, die schon ganz tolle Sachen erlebt haben. Da ist die Chris. Da ist der Alfred, die Susanne Golinski, die Manuela Zahn, die Andrea Sander, Angela Schröder. Also da sind ganz, ganz, ganz viele. Und deswegen finde ich es eigentlich schade, dass keiner hier ruft. Aber wir nehmen euch nachher einfach dran. Rechnet mal damit. Die erste, würde ich sagen, ist die Chris, weil die ist gerade so sympathisch gewunken hat. Chris, mal was sagen? Ich halte dich mal frei. Okay. Könnt ihr mich hören? Hallo, schönen guten Abend, Chris. Sehr gut. Guten Abend. Jo, ich bin also seit letztes Jahr dabei und habe da sehr positive Erfahrungen gemacht. Meine Lerv- und Leitfähigkeit hat sich ganz stark verbessert. Da habe ich auch fachärztliche Belege für. Dann hatte ich COPD, die habe ich nicht mehr. Ich habe eine fantastische Lungenfunktion von 98%. Der Arzt ist völlig aus dem Häuschen, weil er es nicht glauben kann. Er dachte, ich hätte mit dem Rauchen aufgehört. Dem ist leider nicht so. Aber trotzdem geht es mir ständig besser. Dann habe ich eigentlich die Lemminein wegen der Schmerzen genommen, die ich hatte. Ich habe eine Borreliose. Die tritt in Schüben auf. Ich habe eine Fibromyalgie, die tritt ebenfalls in Schüben auf. Ich habe lokale Schmerzen durch einen Bandscheibenvorfall im Hals, der repariert wurde und mich aus der Lähmung rausholte. Und ich bin wesentlich aktiver als vorher. Was ganz, ganz wichtig ist, durch die lange Einnahme von den Schmerzmitteln hat sich ja doch auch einiges im Körper vergiftet und das ist zum Großteil wieder ausgeschwemmt worden, gerade durch Lemminein. Ja, und die Konzentrationsfähigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen, ist besser, als sie jemals war. Ne? Das ist festzustellen. Kommunikation, auch der verbale Ausdruck, der war teilweise bei mir sehr, sehr schlecht und ich war dann überwiegend stumm geblieben und hat sich Gott sei Dank alles wieder zum Guten gewendet. Kann eigentlich nur noch mehr nach oben gehen. Seit wann sagtest du, seit wie, wann im vergangenen Jahres nimmst du Lemminein und Co.? Seit Juni. Seit Juni. Seit Juni also, letzten Jahres. Ja, 1,5 Jahre, ja, sehr schön. Da sind sehr viele Sachen bei dir wieder allmählich ins Gleichgewicht gekommen. Und du rauchst trotzdem noch, gell? Ja, Gott, ich habe also meine Gewichtsprobleme, konnte auch durch mehrere Eingriffe in den letzten beiden Jahren, durfte ich auch keinen Sport mehr machen. Und der Stoffwechsel, den hatte ich mir selber geschossen durch eine stramme Diät. Und den also eine, die man eigentlich nur einmal im Jahr machen darf, wenn überhaupt. Und ich musste sie viermal machen, weil ich eben halt dachte, ich müsste unbedingt. Ja, und dann ging der Schuss nach hinten los. Ne? Mhm. Deshalb möchte ich also, irgendwann werde ich es wohl schaffen. Irgendwann wird es klappen. Irgendwann hat es da oben auch mal Klick gemacht, denke ich mir. Aber wie gesagt, trotzdem, dass ich mich weiter bedampfe. ja, ich hatte Lungenemphysem, das ist weg. Es ist weg, es ist nichts mehr da. Wahnsinn, ja. Es ist weg, ich hatte COPD, da ist nichts mehr. Null. Ja, das ist ja sehr, sehr erfreulich. Und gib die Hoffnung nicht auf, irgendwann mal greifst du auch nicht mehr zum Glimmstängel, mit Sicherheit.
Das nervt nämlich auch, das stimmt schon, nur... Wenn du, weißt du, Chris, wenn du deine Ernährung ein wenig umstellst, dann wird auch dein Stoffwechsel wieder angeregt. Und dann brauchst du... Entschuldigung, mein was umstelle? Wenn ich was deine, umstelle? Die Ernährung. Die Ernährung? Die Ernährung. Ja. Ja, gut. Also ich ernähre mich jetzt nicht schlecht. Ne? Also das kann man nicht sagen, dass ich mich dann minderwertig ernähre. Nein, nein. Aber du meintest, dass dein Stoffwechsel eben durch die Zigaretten wieder angeregt wird und du hast Angst, dass deine Gewichtsprobleme dann entstehen. Aber glaub mir, das kann sich alles regulieren. Es kommt ja alles allmählich ins Gleichgewicht. Und allmählich wird auch, wenn du die Zigaretten weglässt, alles wieder richtig sein und dein Stoffwechsel wieder richtig funktionieren. Und dann brauchst du keine Angst vor Gewichtsproblemen zu haben. Na gut, ich habe die jetzt schon seit Kindesbeinen, die Gewichtsprobleme. Das, aber ich weiß, ich verstehe schon, was du meinst. Ich verstehe das. Ja. Chris, wir danken dir sehr für deinen Beitrag. Sehr interessant. Gertrud, darf ich hier gerade noch eine Frage zwischenstellen? Ja. Chris, du sagtest, du nimmst es seit Juni letzten Jahres. Kannst du uns auch sagen, was du nimmst und wie viel? Also ich hatte am Anfang erhöhte Dosis genommen von Lemineine und normal Digestive. Was verstehst du unter erhöhte Dosis? Weil erhöht ist, wären 12 am Tag. Erhöht war bei mir, nee, 12 nicht, das waren 6 bis 8 am Tag. Ja, okay. Die ich auch nehme, wenn ich Schübe habe, ja. Und ja. Dann bin ich zwar bei den Schüben nicht ganz schmerzfrei, aber es ist so erträglich, dass ich gut damit leben kann. Ja, okay. Also ja, auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe am Anfang, wie gesagt, also die ersten 2 Monate 8 genommen und da habe ich richtig gemerkt, wie alles in Fluss kam und wie ich durchgeschlafen habe und erholt, ich bin erholt wach geworden. Ja, das war ein ganz neues Erlebnis für mich. Dann fing ich an, mit dem Powerhouse-Paket noch dazu zu nehmen. Und dann habe ich auch gemerkt, dass das sehr gut auch für meine Venen ist. Die sind ja auch operiert. Da ist so einiges bei mir ramponiert. Und es sind mehrere Baustellen im Körper, die angetriggert werden, damit sich alles noch ausheilt. Du hast also praktisch alle 4 Produkte genommen, roundabout, richtig? Alle, ja. Und sogar höchst dosiert, also höher dosiert das Lemineine. Das ist mir sehr wichtig, das hier auch mal zu erwähnen, weil ich immer wieder höre, bei mir tut sich nichts. Und ich frage dann immer, ob sie denn auch spüren, wenn sich zum Beispiel Kalk in den Adern bildet, denn das spürt man auch nicht und das ist eine negative Einwirkung. Wir spüren es natürlich auch nicht, wenn Omega durch Vitamin K2 diesen Kalk auch wieder rausholt. Und welche Baustellen der Körper zuerst bewegt durch unsere Produkte, das weiß, wissen wir nicht. Der Körper ist ja sehr intelligent und bestimmt das ja selbst, aber das ist sehr interessant, was du sagst. Du hast also im Prinzip alles zusammengenommen und dann mal richtig Gas gegeben am Anfang und dadurch hast du auch sehr schnell das gespürt, was du spüren wolltest, beziehungsweise auch diese Verbesserung wahrnehmen können, richtig? Ich hatte aber auch den entsprechenden Leidensdruck gehabt, ja. Okay, das ist auch häufig der Fall. Prima, ja. Vielen Dank, liebe Chris. Herzlichen Dank für deine vielen Berichte. Finde ich ganz toll. Jetzt gebe ich mal wieder weiter an die Gerti. Danke, Jasmin, dass du dieses Thema berührt hast. Das ist immer sehr wichtig. Ich bin dann immer zwiegespalten. Ich weiß nicht, soll ich nach der Dosierung fragen oder nicht? Aber es ist wichtig, bei so vielen Baustellen, ist das schon sehr wichtig gewesen, alles zu nehmen. Und im Grunde genommen ist es immer wichtig, mit allen 4 Produkten zu beginnen, damit man alle Stellen, sowohl den Darm, das Immunsystem, als auch den Blutkreislauf richtig bedient, damit der Lemineine wirklich in die entferntesten Teile unseres Körpers gelangen kann und dort die eingeschlafenen Stammzellen wieder aufwecken kann und aktivieren kann. Ja, danke.
Gerne. Also was ich an dieser Stelle auch mal gerne noch bemerken möchte, viele sagen ja gerade am Anfang, weil sie sich eventuell nur das Laminar bestellen und sagen, oh, das reicht mir auch aus und so. Ja, es kann durchaus sein, dass Laminar bei euch schon am Anfang eine sehr große Wirkung bewirkt, aber es kommt dann irgendwann zum Stillpunkt, zum Stillstand. Das liegt auch daran, weil es ja allumfänglich erstmal wirkt. So, wenn aber jetzt der Prozess kommt, diese Stammzelle teilt sich ja nicht von Tag 1. Das dauert ja ungefähr 28 Tage, bis die Zellen sich dann anfangen zu teilen. Wenn wir bis dahin nur Laminar nehmen, werdet ihr sicherlich was spüren. Aber dann kommt der Punkt, wo ihr unbedingt auch Digestive hinzufügen solltet, um eben die Magensäure zu neutralisieren und die Darmzotten zu reinigen. Und dann wird das Laminar auch besser und bioverfügbarer aufgenommen. Das ist dann oft so ein Stillstand, ne? Wo dann so viele sagen, so und jetzt, war es das jetzt schon? Nö, dann sollte man auf jeden Fall Digestive hinzufügen. Bestenfalls natürlich direkt von Anfang an, weil dann kommt es gar nicht zu dem Stillstand. Da möchte ich auch gerade noch was hinzufügen, ja. Weil die Geschichte haben wir oft, dass Leute sagen, ja, ich probiere es mal mit dem Lemon ein. Und ich bin ja nun mittlerweile schon 4 Jahre beschäftige ich mich mit den Produkten und habe schon viele Geschichten gehört. Und da erinnere ich mich immer gerne an eine Geschichte. Wir haben ja diese Facebook-Gruppe, wo die Leute uns berichten, wie die Lemonine geholfen haben. Und da war, ich weiß gar nicht, ob es eine Dame war oder ein Herr. Und der hatte über ein halbes Jahr lang nur Lemonine genommen. Und das Hauptproblem hat sich nicht erledigt gehabt. Da er aber ein halbes Jahr auf Autoship war, hat er dann von der Firma eine Gratisdose bekommen. Warum ich auch auf Autoship auf jeden Fall bin, damit ich die Gratisdosen mitbekomme. Jedenfalls war das eine Dose Immune. Und da die Produkte da waren, hat die Person dann die Immune genommen und sehe da, innerhalb, ich glaube, von 1-2 Wochen war das Hauptproblem erledigt. Ja, so, also deswegen die Kombination von den Dingen ist immer sehr, sehr gut. Man weiß nie genau, was ist jetzt gerade bei dem starken Problem, was ich habe, der Auslöser, was da was verändert. Das war jetzt ein Beispiel mit dem Immune. Ich habe auch einen anderen Fall gehabt von einem Partner von mir. Ihm, seine Frau, hat auch über ein halbes Jahr Lemonine genommen und Omega genommen, aber kein Digestive genommen. Und dann hat sich nichts getan. Alles ist beim Alten geblieben. Nach einem halben Jahr hat sie dann mal Digestive genommen. Ja, und innerhalb kurzer Zeit waren die Probleme weg. Und deswegen sage ich immer, am Anfang, wenn jemand wirklich Baustellen hat, ja, auch wenn er keine Baustellen hat, ist egal. Wir alle bringen unser Auto in eine Werkstatt zur Inspektion. Einmal im Jahr oder alle 2 Jahre. Die kostet 500.000, 2.000 Euro, je nachdem, was man an dem Auto machen lässt. Ja, das Geld für das Auto ist da. Aber es nützt mich das geilste Auto, wenn ich irgendwann nicht mehr einsteigen kann, weil meine Knochen gebrechlich sind, weil ich vielleicht mich gar nicht mehr erinnere, wie die Straßenverkehrsregeln sind, dann habe ich auch nichts von dem Auto. Deswegen sage ich mal, Leute, ihr müsst auch mal an euren eigenen Körper denken und macht da mal eine Inspektion. Deswegen, wenn ich einem die Produkte empfehle, empfehle ich ihm immer das große Power-Auspack. Da sind 4 Dosen Lemonine drin. 2 Digestive, 2 Immune und 2 Omega und sag, mach mal zumindest im ersten Monat eine Inspektion, ja, reinige mal deine Blutbahn, putz mal deinen Darm, ja, take care of your Immunsystem, also ja, achte auf dein Immunsystem und natürlich aktiviere deine Stammzellen. So, und dann kann man entscheiden, muss jeder für sich gucken, okay, ich bin schon da, wo ich hin will, er kann dann reduzieren, ich bin vielleicht nicht da, wo ich hin will, dann kann er dann ein oder andere vielleicht noch erhöhen und so muss das jeder für sich selber rausfinden, aber als Grundregel gebe ich immer an, das Powerhouse-Pack mal so im ersten Monat als Inspektion, weil ich über die Jahre einfach die Erfahrung gesammelt habe, dass stellenweise Lemonine nach einer Einnahme hervorragende Ergebnisse erzielt. Bei anderen dauert es aber über 2 oder 3 Monate mit dem kompletten Paket. Jeder Körper ist individuell und der Körper sucht sich die Stellen aus, die für ihn wichtig sind. Das heißt, das sind vielleicht Dinge, die wir gar nicht spüren oder gar nicht merken. Vielleicht sind wir kurz vor dem Herzinfarkt und der Körper baut daran, dass der Herzinfarkt verhindert wird. Ja, und ich habe gerade im Moment Allergie. Die Allergie, die stört mich, aber die stört den Körper nicht, weil der Herzinfarkt, den zu verhindern, ist für den Körper viel wichtiger. Es geht einen anderen Weg. Und bis meine Baustelle ankommt, kann eventuell viel, viel länger dauern. So sehe ich das Ganze. Danke, Michael, da kann ich dir nur beipflichten. Meine Empfehlung ist auch immer von Anfang an, das Powerhouse zu nehmen. Und aber auch die Bitte an die Menschen, ein bisschen Ausdauer zu haben. Denn bei einem wirkt es schneller, beim anderen weniger schnell. Und wenn ich dann nach einem Monat höre, dass es eh nicht wirkt und dass man aufhören möchte,
dann kann ich nicht verstehen, dass die Leute sich nicht dahinter klemmen. Man kann doch nicht eine Baustelle, die sich im Laufe der Jahre gebildet hat, erwarten, dass ein natürliches Produkt, welches auf Zellebene arbeitet, sie innerhalb von 3-4 Wochen erledigt. Das geht nicht. Richtig, da gebe ich dir zu 100% recht. Dazu sagen, ich weiß denn, du bist ja Diplom-Kosmetikerin, wie lange dauert es, bis die Haut sich regeneriert hat? Oder einmal die 30 Tage oder so? Ja, also bis die Haut sich regeneriert, dauert mindestens 30 Tage. Ja. Also nach 30 Tagen oder sagen wir mal nach 28 Tagen merkt man schon diese Zellerneuerung. Das ist richtig. Aber bis eine geschädigte Haut sich wirklich regeneriert hat, das dauert schon ein halbes Jahr. Und dann sieht man auch wirklich ganz tolle Effekte. Ja? Im Endeffekt, das sind ja auch nur Zellen und die Zellen brauchen halt ihre Zeit, bis sie sich regenerieren. Und ob das jetzt Haut ist oder Nägel oder wie auch immer, spielt keine Geige. Es dauert einfach einen Moment. Und der eine hat halt einen Soforteffekt und bei dem anderen dauert es halt ein bisschen länger. Ja. Ich hatte zum Beispiel, muss ich mal erzählen, einen interessanten Fall von einem halben Jahr. Jemand, der hatte das genommen, im Prinzip nur in Anführungsstrichen, weil er seine Rückenschmerzen loskriegen wollte. Und er hat alles Mögliche gespürt, aber der Rückenschmerz war irgendwo noch da. Und dann habe ich ihm erklärt auch, du, pass auf, der Körper sucht sich die Stellen aus, die er zuerst bedient. Und nicht du kannst das machen, nicht dein Kopf. Dein Körper ist intelligenter und der wird wissen, welche Baustelle dazu erforderlich ist, repariert werden zu müssen, damit die Ursache, die dazu geführt hat, dass deine Rückenschmerzen da sind, behoben wird. Aber du kannst nicht erwarten, dass dann oder das direkt passiert. Wir können nicht auf den Knopf drücken und sagen, so und jetzt bitte die Baustelle und dann die, denn wir wissen gar nicht, was wir alles haben und was dazu geführt hat. Dieser Mann ist heute glücklich, weil er wollte damals aufhören. Ne? 3 Monate, warum? Oh, ich habe meine Rückenschmerzen immer noch. Da habe ich gesagt, nimm es weiter. Du hast wahrscheinlich ganz viele Baustellen nicht mehr, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hattest. Heute geht es ihm richtig gut. Er hat seinen Blutdruck besser, der kann zur Toilette gehen, was er vorher nicht konnte. Er hat keine Schlafstörungen mehr und die Rückenschmerzen, ich will noch nicht sagen, dass sie ganz weg sind, aber sie sind so weit, dass er keine Schmerzmittel mehr braucht. Und das ist ja schon mal eine tolle Sache für ihn, denn der hat starke Schmerzmittel nehmen müssen, die braucht er heute nicht mehr. Und deswegen immer wieder sage ich, bitte, habt Geduld und sagt das auch den Menschen, denen ihr es empfiehlt und die vielleicht heute hier nicht dabei sind. Viele bezeichnen es vielleicht als ein Wundermittel, weil es halt nun mal häufig sehr schnell etwas passiert im Körper. Aber dennoch müssen wir alle geduldig sein. Eine Zelle, bis sie sich teilt, dauert 28 Tage. Und dann fängt sie an zu reparieren, auch wenn wir vorher schon sehr viel spüren. Denn es ist nicht Life Farm, was eure Baustellen repariert, sondern ist das, was Laminin auslöst in eurem Körper. Durch die Zellteilung werden die Selbstheilungskräfte im Körper aktiviert. Das heißt, es wird etwas ausgelöst. Und dem müssen wir natürlich auch Zeit und Geduld schenken. Richtig, Gerti? Ganz genau richtig. Du sprichst mir aus der Seele. Wir hatten ja diese Tage so einen Fall mit jemandem, der es erwartet hat, dass er nach 3-4 Wochen seine Rückenschmerzen, die er schon jahrzehntelang hat, wegbekommt. Aber er schläft inzwischen gut. Und ich hoffe, dass er so klug ist, und dabei bleibt, nachdem ich ihm das alles erklärt habe, so wie du das vorher erklärt hast. Die Menschen müssen selbst wissen, ob sie wirklich für immer einen gesunden Körper haben möchten oder kurzfristig ein großartiges Resultat haben möchten, das auf keinen Fall lang anhalten wird, wenn man nicht dabei bleibt. Es muss ja von Grund auf repariert werden und regeneriert werden. Es kann eine Verbesserung eintreten, aber bis es wirklich auf Zellebene repariert und regeneriert wird, das dauert schon eine Weile. Richtig. Ja. Daran ich auch was. Ja. Unser bestes Beispiel ist ja heute Abend auch wieder anwesend. Die liebe Charlotte ist ja auch schon in einem reifen Alter und sie hat am Anfang auch mal angefangen. Ich weiß gar nicht, ob sie alle Produkte genommen hat oder nur die Lemonine und hatte dann auch mal wieder aufgehört. Hat aber dann doch wieder irgendwann angefangen, die Produkte regelmäßig zu nehmen. Und jetzt nach einem ziemlich langen Zeitraum, sie hat ja fast jedes Mal auf einem Erfahrungsaustausch wieder was Neues zu berichten, was sich getan hat. Und ich glaube,
sie ist sehr, sehr froh, dass sie dann doch nochmal angefangen hat, die Produkte zu nehmen und auch durchgehalten hat. Vielleicht, Charlotte, für die Neuen hier bei uns, kannst du nochmal ganz kurz erzählen, wie das so bei dir war. Ja, genau. Hallo, schönen guten Abend, liebe Charlotte. Du musst dich freischalten. Ich schalten. Hört ihr mich jetzt? Ja, jetzt ja. Hallo. Also ich nehme jetzt die Produkte schon seit Ende Mai 2017. Und in meinem Alter hat man eben mehrere Baustellen. Aber mein Gedanke war eben auch, am liebsten zuerst meine Rückenschmerzen. Inzwischen hat sich einiges geändert. Ich hatte sehr viel über Jahrzehnte lang Migräne, Kopfschmerzen, alle Art, die man so kennt, und auch andere Baustellen. Aber meine Rückenschmerzen wurden nur teilweise etwas besser. Also es ist auch heute noch nicht hundertprozentig, bin ich auch nicht schmerzfrei. Es kommt immer darauf an, man hat mal einen schlechten Tag. Das Wetter schlägt um und alle solche Sachen spielen da eine Rolle mit. Aber ich habe kürzlich meine Knochendichte messen lassen, denn ich hatte auch nicht mehr so stabile Knochen. Und siehe da, meine Wirbelsäule ist wieder im Plusbereich. Und das ist für über 20 Jahre bei dieser Krankheit ein toller Erfolg. Da stecke ich also auch gerne zurück, wenn ich mal noch einen Tag habe, wo mein Rücken doch mal noch muckert. Aber ich würde sagen, ich habe 80-85% Schmerzfreiheit erreicht. Also ich möchte damit jedem sagen, ich nehme es jetzt etwas über anderthalb Jahre, und zwar Powerhouse, alle Produkte. Und es lohnt sich, immer weiterzumachen. Auf jeden Fall. Es sind auch noch andere Sachen, die bei mir verschwunden sind. Ich bin inzwischen 81 und da weiß man schon, wer jemanden kennt in dem Alter, dass sich da allerhand angesammelt hat im Laufe der Jahrzehnte. Wenn man vielleicht schon mit 45, 50 Probleme hatte, und die hatte ich auch schon in jüngeren Jahren, also auf jeden Fall ist es nicht so schnell getan, wie man sich das manchmal vorstellt. Das war mein Statement dazu. Danke, Charlotte. Also ein ganz guter Beweis, dass es immer weitergehen soll und weitergeht mit der Reparatur im Körper. Man muss nur Geduld haben und dabei bleiben. Also kann ich meinem Kunden und meinem Partner das Gleiche erzählen, der so wahnsinnig dringend darauf wartet, dass seine Rückenschmerzen, die sein großes Bewegchen sind, sofort vergehen. Also er muss sich schon ein bisschen gedulden. Ich werde ihm diesen Zoom zu hören und zum Ansehen geben. Und vielleicht kannst du ihn durch deine Aussage wirklich überzeugen. Danke dir, liebe Charlotte. Gertrud, da ist gerade, mag der noch was sagen? Will, die hat die Hand gehoben. Vorher wollte ich aber auch gerade noch was erwähnen. Wenn ihr Menschen kennt, die also dazu neigen, zu früh aufzuhören und zu sagen, jetzt höre ich auf, müsst ihr sie bitte, bitte darauf hinweisen, es hat sich im Körper schon etwas in den Gang gesetzt. Die Selbstheilungskräfte haben sich wahrscheinlich schon zu aktivieren begonnen. Wenn wir jetzt aufhören, diese Produkte zu nehmen, dann werden sich Konkremente, die sich im Körper an gewissen Stellen schon gelöst haben, weil sie ja aus dem Körper rausgeschwemmt werden wollen, um dem Körper dabei zu helfen, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, diese Konkremente werden sich irgendwo an einer anderen Stelle im Körper wieder festsetzen. Das heißt, wir bauen dann mehr Baustellen, weil wir dort und dort uns noch irgendwo was hinsetzen, was ja eigentlich aus dem Körper raus möchte, mit Hilfe der Produkte. Deswegen ist es kontraproduktiv, allzu früh aufzuhören. Ja, also bitte immer noch ein bisschen weiternehmen, geduldig sein, denn dieses Festsetzen von Konkrementen im Körper ist nicht unbedingt schön und es ist erschwerend. Ja, deswegen ist das noch ein Punkt mehr, Gerti, dass du auch diesem Herrn sagen darfst mit den Rückenschmerzen, der nur deswegen aufhören möchte, weil er nicht rechtzeitig was gespürt hat, dass das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ja.
Und noch ein kleiner Zusatz, alle bitten genügend zu trinken, weil diese ganzen Schnappen und diese Gifte, die ausgeschieden werden, die werden zuerst mal in die Blutbahn geschwemmt und da müssen sie wieder hinaus, aus dem Körper hinaus. Und das Beste ist natürlich stilles Wasser. Richtig, genau. Dann können wir diese Giftstoffe schneller ausspülen. Ja. Ja, und zu dem Vergleich, nicht zu früh aufhören, das ist genau, als wenn man ein Kind, was man ins erste Schuljahr geschickt hat, nach dem dritten wieder rausholt, weil immer noch nicht lesen und rechnen kann. Also ja. Das ist genauso kontraproduktiv. Ne? Ich muss es weiterhin in die Schule schicken und genau so muss ich auch meinem Körper weiter die Chance geben. Ne? Ja, da würde ich sagen, lass mal den Marc mal dran kommen, der hat schon seine Tiefe. Ja. Hallo, guten Abend, Marcel. Ach, Marcel ist das, ach so. Ja. Hallo, hörst du uns, Marcel? Wir hören dich leider nicht. Bist du freigeschaltet? Ist ja. Freigeschaltet, ja. Ja, ja, die Schweiz ist etwas weit. Mhm. Vielleicht hat er einfach nur am Handy gespielt und war noch versehen. Nee, ich glaube, er hob die Hand. Ja, er hat die ganze Zeit die Hand gehoben. Okay, dann nicht. Gut. Hallo Marcel, möchtest du was sagen? Ja, gerne. Ja, na dann, Hallo. Wir hören dir gerne zu. Ja. Hallo, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Grüße aus der Schweiz. Ich wollte noch was sagen zu der Einnahme. Meine Frau hat ja dann die Lämmlein auch genommen. Sie hat ja Beschwerden gehabt in den Händen mit Schmerzen. Und das hat sich dann schlagartig verbessert. Und das Spannende war ja eigentlich auch, sie hat ja dann Omega genommen. Und dann hat sich dann die Symptome eigentlich wieder verschlechtert, wesentlich verschlechtert. Ja. Und sie wollte dann eigentlich aufhören. Und ich habe sie ja wirklich geraten, du hast ja dann das mitbekriegt, einfach weiternehmen. Sie hat dann die Dosis etwas reduziert und ich kann positiv sagen, dass das dann wirklich extrem viel besser geworden ist. Also einfach dranbleiben, genau. Also man muss vielleicht auch sagen, jeder Körper, wie ihr auch gesagt habt, ist individuell und das ist ja auch spannend, mal auszuprobieren. Ich habe da auch mal etwas mehr genommen, etwas weniger genommen, unterschiedlich genommen und man spürt ja den Körper und man soll auch auf diese Sachen halt dann hören. Und dann merkt man relativ schnell, was der Körper braucht und was eben nicht. Ja. Das so zu dem Thema. Ja, danke Marcel. Das ist genau der Punkt. Wir müssen wieder lernen, auf unseren Körper zu hören. Und mit Lämmlein und Co., da können wir wirklich genau das machen. Wir haben hier kein Arzneimittel, wir haben ein natürliches Produkt und wir können mit dem ein wenig herumjonglieren, wie ich das immer schön sage. Wir können sehen, was unser Körper wirklich braucht und können sehen, ob er mehr oder weniger braucht und wie wir uns am besten fühlen und welche Resultate wir da erzielen. Danke. Das ist sehr gut, dass du dieses auch so erwähnt hast. Denn manchmal ist zu viel für manchen Körper wirklich zu viel und er reagiert über. Und dann muss man wieder die Dosis herunterschalten. Danke dir. Und weiter so, schöne Grüße an deine Frau und halt sie bei der Stange. Alles ja, gut. Werde ich tun, ja. Okay, tschüss. Danke, dir auch. Tschüss. So, wir haben so viele. Wir haben bestimmt sehr viele interessante Geschichten. Ich habe, wenn sich jetzt niemand melden sollte, ich habe jetzt, nachdem ich zurückgekommen bin, hat mir jemand aus der Schweiz, eine Partnerin aus der Schweiz geschrieben und in unsere Gruppe gepostet. Sie hatte im Mai noch einen ganz großen Ausschlag an den Beinen, wusste noch gar nicht, was es ist, war dann nachher beim Arzt, da wurde festgestellt, dass das ein Hautausschlag der besonderen Art ist. Und dann hat man allerhand Therapien angesetzt und das hat das Ganze nur verschlechtert. Und mit Lämmlein und Co. ist der Körper derartig gut angeregt worden,
für seine Selbstheilungskräfte zu sorgen, sodass innerhalb von 2 Monaten dieser große Ausschlag so gut wie verschwunden ist. Die Frau ist glücklich, überglücklich. Also bei ihr hat es geklappt. Ihr Fokus war eben dieser Ausschlag, aber anscheinend hat sie weniger andere Baustellen. Toll, wirklich toll. Ja, die freut mich sehr. Ja, prima. Gut, ich denke, eine halbe Stunde haben wir rum. Okay. Also sind, ja, ja, ich wollte gerade mal nachfragen, ich war zwischendurch, hatte ich einen Anruf bekommen von der Firma, weil die macht hier auch ein Meeting mit Ärzten wieder bei mir hier in der Nähe, und da hatte ich einen Anruf bekommen, den musste ich annehmen. Jetzt weiß ich nicht, Jasmin, du hast ja heute in einer Austauschgruppe auf WhatsApp eine tolle Erfahrung, ja, hat da jemand reingesprochen. Hat die Dame Edelgard, wie hieß die nochmal? Ich weiß es gar nicht. Edeltraut. Hat die hier heute berichtet oder nicht? Du meinst, ob die heute hier dabei ist? Ja. Ich glaube, nein. Sie hatte mir auch irgendwas noch dazu geschrieben. Nein, die ist heute hier nicht dabei. Wenn nicht, dann lasse ich einfach mal die Sprachnachricht laufen. Genau, gerne. Und dann nämlich beenden. Weniger. Warte mal, bevor wir beenden, muss ich aber noch was ankündigen. Ja, ja, das hätte ich dann auch noch gemacht. Okay. Achso, dann mach du das bitte, ja. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit der Sprachnachricht. Ich lasse sie mal einfach hier von meinem Handy laufen. Hallo Jasmin, hier ist Traudl. Ich habe dir ja versprochen, ganz kurz zu sagen, mein Werdegang, also ich hatte einen Stammhirninfarkt und einen Kleinhirninfarkt vor 2 Jahren. Und das Erste ist, ich hatte immer Schmerzen in den Fersen, aber nur, wenn ich im Bett gelegen habe. Und nach 3 Wochen waren die verschwunden. Nach 4 Wochen hatte ich keinen Haarausfall mehr, den ich 10 Jahre hatte. Ich dachte, ich kriege eine Glatze. Ich wache frischer auf und nachts muss ich nicht mehr so oft auf Toilette. Ich bin organisch gesund, aber ich muss dauernd Pipi machen. Das kommt vom Kopf, das kommt vom Gehirn. Die Haut ist weicher und was soll ich sagen? Es gibt so viele Sachen. Ich kann alleine wieder meine Hosen anziehen. Man sieht es mir nicht an, was ich hatte. Aber ich weiß es, die Kleinigkeiten. Und das geht jetzt langsam, geht es weg. Mein Gedächtnis ist besser. Mein Nagelpilz wächst raus, den ich seit 10 Jahren hatte. Und 10 Jahre pinsele und ist es nichts geworden. Also das ist nur ein kurzer Ausschnitt. Natürlich kannst du das. Aber ich habe mich noch versprochen, die Schmerzen in den Fersen, die waren nach 3 Tagen weg, nicht nach 3 Wochen. Das war schon phänomenal gewesen. Ja, ich hatte die zweite Nachricht hatte ich von ihr bekommen, weil ich sie gefragt habe, ob ich ihre Sprachnachricht verwenden darf, um die anderen Menschen auch vorzuspielen. Und sagt sie natürlich. Und dann ist ihr noch aufgefallen, dass sie in der ersten Nachricht einen falschen Zeitraum genannt hat. Ja, also warum darf ich da kurz fragen, was sie alles genommen hat? Hast sie das komplette Powerhouse genommen oder etwas höher dosiert? Da bin ich jetzt gerade echt spontan überfragt. Sie ist noch gar nicht so lange bei uns. Ich glaube sehr, wie lange ist sie denn jetzt dabei? Ich glaube seit Spätsommer, Frühherbst dieses Jahr. Müsste ich echt nachschauen. Sie hat nicht von Anfang an alles genommen. Das kam aber dann peu à peu dazu. Aber wann sie was, müsste ich nachschauen, weiß ich jetzt gar nicht direkt. Sie ist keine direkte Partnerin, sie ist ein bisschen tiefer unter mir. Deswegen müsste ich das erst recherchieren. Okay, Susanne Blume hat noch die Hand gehoben. Wir wollen die auch noch kurz zu Wort kommen lassen. Susanne? Hallo. Hallo. Ah hallo. Ja. Hier ist die männliche Stimme. Ja, hallo, guten Abend. Wir sitzen wieder zu zweit hier wir vor. Sitzen wieder ja, auf Rügen. Liebe Grüße an Jasmin. Sie sieht ja wundervoll aus. Aber ich möchte vielleicht auch mal von 2 Sachen berichten. Ich habe eine Kundin, die über klassischen Haarausfall verfügt oder hat und starkes Hautjucken hat. Nach 14 Tagen haben sich die Symptome schon so weit verbessert, dass sie hier tatsächlich endlich mal nachts schlafen kann.
dass sie endlich nach Einnahme von Laminalen, Digestivo etc. Auch mit dem Omega endlich mal ein Wohlgefühl hat. Nun hat sie natürlich zwischendurch jetzt auch noch mal einen Verschlechterungsschub, weil mit großer Wahrscheinlichkeit hier sie in Kontakt gekommen ist mit chemischen Färbemitteln. Das hat sich auch im Körper angelagert, gerade in der Kopfhaut, bei Friseusen sehr häufig. Und sie nimmt also praktisch Laminalen regelmäßig, Digestive regelmäßig. Sie spart ihr ganzes Geld zusammen, bloß damit sie gesund werden kann. Und sie ist also ein richtiger Anhänger dieser Produkte. So, und zu mir selber möchte ich auch etwas sagen, weil vorhin das Thema Nagelpilz fiel. Ich habe mich mal vor Jahren verletzt hier und am großen Zeh und habe tatsächlich wahrscheinlich eine besondere Form eines Nagelpilzes. So. Jetzt nehme ich die Laminalen-Produkte, also Digestiv, Laminalen, Immune und wie heißt das andere noch? Omega. Omega. Ja, nee, Omega habe ich noch nicht genommen. Aber doch die drei. Digestiv, Immune und Digestiv. Ja, genau. So. Es ist total faszinierend. In der letzten Woche ist mein Nagel sage und schreibe um 4 Millimeter ausgewachsen. Das wird alles glatt, das wird alles neu. Ich habe keine Hornhaut, nichts. Narben in den Achseln, die ich mal hatte aufgrund von Schweißdrüsenabszessen, die sind verschwunden, die haben gejuckt und verschwanden. So, neulich kam ich in die Verkehrskontrolle, weil ich keine Brille auf hatte. Und stell fest, meine Brille steht in der Fahrlaune drin, aber ich kann mit meiner Fernbrille nicht mehr sehen, weil ich ohne Brille besser sehe als mit. Ist das nicht verrückt? Das ist ein totaler Wahnsinn. So, und ich lege das wirklich hier jedem meiner Klienten immer wieder ans Herz. Leute, nehmt das so lange wie irgend möglich. Ihr könnt euch gar nichts Besseres antun als das. Es ist wirklich ein super, super Nahrungsergänzung und führt eben zu besten Ergebnissen. Die Leute schlafen besser, die schlafen durch, die müssen nicht auf die Toilette rennen. Das Essen schmeckt besser. Es ist wirklich sehr faszinierend. Das so mein Kommentar mal so aktuell. Danke, das sind ja sehr interessante Sachen. Ja. Die eigenen Erfahrungen sind immer die besten. Und wenn man so begeistert ist, dann kann man es auch gerne weitergeben. Und ich glaube, damit können wir auch Leute begeistern. Und diese Zooms hier, die sind ja auch dafür gedacht, dass wir diese Begeisterung und diese Erfahrungen an andere Leute weitergeben. Ich sage immer, es ist unterlassene Hilfeleistung, das nicht jedem zu empfehlen. Was er mit unseren Informationen macht, das ist dann eben seine Sache. Aber oder auch seine Schuld, wenn er es nicht macht, er hat das üble Nachsehen. Wir haben es weiterempfohlen. Ich agiere eben so und denke mir, wenn jemand mir zuhört, wenn er diese ganzen Infos weiterbekommt, dann kann er nichts anderes machen, als es nur nehmen und ausprobieren. Und auch wenn wir eine kleinere, ich muss kurz noch etwas sagen, wir sagen immer das große Powerhouse. Ich habe die Erfahrung gemacht im Ausland, wo irgendwie ein bisschen weniger Geld vorhanden ist, kommen Leute, sie brauchen etwas länger, aber sie kommen auch mit kleinen Dosierungen genau zu dem gleichen Ergebnis. Es dauert eben nur länger. Aber weil das Geld eben nicht vorhanden ist, im Monat eben so viel wie ein großes Powerhouse eben kostet, auszugeben, dann nehmen Sie ein kleines Powerhouse plus ein Laminalen und kommen trotzdem zu diesen Resultaten. Eben ein bisschen länger an Dauer und man muss auch immer in Betracht ziehen, wie lange unsere Baustellen schon vorhanden sind und welches Alter der betreffende Mensch hat. Die Regeneration kann nicht von jetzt auf gleich passieren. Ich habe von vielen gehört, wenn man sagt, ja, ich höre immer, es passiert so schnell und bei mir passiert nichts.
Das sind Ausnahmen, dass es sehr schnell passiert, dass irgendwas regeneriert wird. Aber im Großen und Ganzen dauert es eine Zeit, so wie Jasmin gesagt hat, schon bis eine Zelle geteilt wird, dauert, bis dann die Reparatur und Regeneration anfängt. Das hat dann so einen gewissen Zeitraum, bis wirklich etwas da passiert. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir machen eben weiter, wir sind begeistert und ich muss sagen, trotz der vielen Sonne, ich habe sehr, sehr wenig Sonnencreme aufgetragen und dank Lemminein und Co. habe ich überhaupt keine Probleme mit meiner Haut gehabt. Trotz 31 Grad und ich bin stundenlang am Strand entlang gelaufen. Also der Schutz ist auf jeden Fall da. Super. Darf ich dich fragen, wo du warst in Urlaub? Wo war es denn jetzt 31 Grad? Im Oman. Ach, in Oman. Ah, okay, sehr schön. Das ist ja toll. Ja. Ja, vielen Dank, liebe Gerti. Bevor wir dann aufhören, würde ich gerne noch was mitteilen, weil wir haben ja alle die Eigenschaft, wir wollen unseren Mitmenschen helfen und dementsprechend informieren. Der ein oder andere hat noch nicht all die Informationen, die er braucht. Deswegen machen wir den Erfahrungsaustausch. Da können die Leute sich die Erfahrung anhören. Die liebe Jasmin hat mit ein paar Partnern aus der Hamburger Gegend, glaube ich, jetzt schon ein Seminar vorbereitet, welches am 27.04. stattfindet. Nächstes Jahr, da kann man sich jetzt schon für anmelden. Soweit ich weiß, werden dort auch Heilpraktiker sprechen, also wirklich Fachpersonal, die sich auch auskennen. Es wird ausgiebig auf das Produkt eingegangen, ist mit der kleinen Tagespauschale abgegolten, in meinen Augen so gut wie gar nicht. Ich glaube, 30 Euro mit 2-3-Gänge-Menü, Essen, Trinken über den ganzen Tag, sogar keine Parkgebühren, also ist alles dabei. Wer Freunde, Verwandte, Bekannte hat in dem Umkreis von Hamburg, kann die Leute natürlich gerne dahin einladen. Am besten ist natürlich, man schaut auch selber vorbei und macht vielleicht mal ein Wochenende, verbringt ein Wochenende in Hamburg, lernt auch mal den einen oder anderen hier aus dem Stammtisch kennen. Ich glaube, Gerti wird vielleicht auch da erscheinen. Ja, sie nickt, sie wird da sein. Ich schicke euch mal eben den Link in den Chat. Klickt mal drauf, dann müsste dementsprechend die Webseite aufgehen. Also könnt ihr auch gerne weiterleiten, wenn ihr Freunde, Verwandte, Bekannte habt, die in der Region wohnen oder euch selber entscheidet. Nutzt die Möglichkeit, solange da noch die Karten vorhanden sind, tragt euch ein. Und ja, ich werde leider, ja, vielleicht bin ich auch da, mal gucken, lasst euch mal überraschen. Bringe ich noch ein bisschen Sand. Das wäre ja super cool. Ja, wer auch dabei sein wird, ist der Roland Schmidt, der hier gerade gesprochen hat. Das ist ein Körperinformatiker, sehr interessant, was er macht. Er wird auch dabei sein. Und für diejenigen, die vielleicht sagen, wir kommen nicht aus der Nähe von Hamburg, wir freuen uns auch über Leute, die von weiter entfernt kommen. Wir haben also eine kleine Anzahl an Zimmern in einem Kontingent reservieren lassen bis zum 1. April. Falls jemand dort übernachten möchte, kann er auch das zu einem vergünstigten Preis tun. Ja, würde ich sagen, haben wir für heute genug gebabbelt, tolle Erfahrungsberichte wieder gehört. Würde ich sagen, lassen wir für heute gut sein, wünschen allen einen schönen Abend, danke euch beiden für die Moderation und wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch wieder. Wie sieht es eigentlich aus, wo wir gerade dabei sind? Am 4., wann haben wir denn? Machen wir zwischen den Jahren, machen wir da auch einen Erfahrungsaustausch? Würde ich sagen, lassen wir mal weg, oder Gerti? Nächste Woche noch machen oder sollen wir jetzt die nächste... Jahr. Ja. Und dann am 26. ausfallen lassen. Okay. Ja. Ja, es ist der zweite Feiertag, da werden die Leute schon was an. Da könnte man natürlich sehr gut über Digestive reden, weil die Leute alle den Magen voll gegessen haben. Naja, das werden wir nächste Woche empfehlen, dass jeder sich auf jeden Fall eine Packung Digestive immer mitnimmt, egal wo er dann gerade beim Essen ist. Ja, genau. Okay. Dankeschön nochmal an euch. Ja, danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Schönen Abend noch. Danke. Tschüss. Tschüss.